Als ich 24 war, sind bei mir schreckliche Bilder aus der Vergangenheit ausgebrochen. So richtig verschüttete Bilder und Erinnerungsfetzen, die jahrelang abgespaltet waren. Damit waren auch massive Gefühle verbunden. Und die Macht dieser Gefühle und dieser Erinnerungen war wirklich zerstörerisch. Also das war die Zeit, wo ich an allem gezweifelt habe. An meinen Vernunft, an meine Wahrnehmung, an meinem Umfeld, an meine Vergangenheit, an meine Familie. Ich leidete an Depressionen, hatte Selbstmordgedanken. Und was ich vermutet habe, war, dass in meiner Kindheit meine körperlichen und psychischen Grenzen massiv überschritten würden. Das zusätzliche Problem damals war, dass niemand mit mir darüber sprechen wollte. Ich stoß auf Mauer des Schweigens und Ablehnung und Aggressivität. Das war vor 18 Jahren. Agata Nurek, seither engagierst du dich gegen Gewalt. Damals, als das alles begann, warst du Kunststudentin, hast Grafikdesign und Malerei studiert und du hast mit der Kunst einen Weg gefunden, dich mit diesen Erinnerungsfetzen auseinanderzusetzen. Intuitiv spürte ich, dass ich einen Ventil finden muss, um meine Drama nach außen zu bringen und zu kommunizieren. Vielleicht deswegen auch, weil niemand mit mir darüber sprechen wollte. Und Kunst war meine Sprache. So habe ich angefangen, innerhalb der Kunstsprache, also innerhalb der Materien, Strukturen, Farben, nach Möglichkeiten zu suchen, wie ich meine Gefühle wiedergeben kann, zeigen kann. Weil ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, das wird mir innerlich zerfetzen. Und so war das, meine Gemälde aus damaliger Zeit, die hatten Spuren der Gewalt gehabt. Die waren verbrannt, die waren gekratzt, verletzt. Und auf diesem Weg kam ich auf den Symbol des Schutzschildes. Ich dachte mir, wow, wir brauchen heutzutage keine physischen Schutzschilde mehr. Wir ziehen nicht in den Krieg mit einem Schutzschild, aber die emotionalen, seelischen Schutzschilde brauchen wir nach wie vor. Und ich dachte mir weiterhin, eigentlich das Schutzschild ist ein genialer Gegenstand. Der ist genau in dem Raum zwischen dem Aggressor und demjenigen, der sich verteidigen möchte oder seine Grenzen schützen möchte. Weiterhin ist das Schutzschild der Zeuge von so einer Dynamik, was zwischen den beiden passiert. Er behält Spuren, das heißt, er kann diese Geschichte erzählen und er ist auch, wie gesagt, ein Zeuge. 27 Schutzschilder sind entstanden, einige davon haben wir hier. Gleich dieser, was bedeutet er? Dieser Schutzschild heißt, mein Vater liebt mich und würde mir nie etwas Böses antun. Und dieser Satz, dieser Titelsatz, ist in diesen Heften hunderte Male wiederholt. Ich habe in diesem Schutzschild eine eigentlich offene Frage gestellt. Was passiert, warum schreibt ein Kind so einen Satz hunderte Male? Ist das, weil dieses Kind sich die Realität etwas besser ausmalen möchte, als das ist? Oder würde dieses Kind gezwungen, um diesen Satz zu wiederholen, um etwas zu glauben, was der Wahrheit nicht entspricht? Das ist diese Thematik dieses Schutzschildes. Gleich hinter dir ist ein Schild, der glänzt wie Gold, besteht aus ganz vielen kleinen Münzen. Das ist ein Schutzschild, das Problem der ökonomischen Gewalt thematisiert. Das heißt, der Situation, in der ein Täter die finanziellen Mittel benutzt, um sein Opfer in dem Abhängigkeitsverhältnis zu halten. Weiterhin haben wir zum Beispiel den Schutzschild Lampenschirm. Das thematisiert das Problem der häuslichen Gewalt. Es ist ein Schutzschild einer Frau, die in einem Zuhause lebt mit einem Tyrann. Und sie kann überleben nur dadurch, dass sie ihm lobende Worte schenkt, ihm Komplimente sagt. Und symbolisch gesehen steht sie hinter diesem Schutzschild und wirft ihm Blumen unter seine Füße. Und so kann sie das Gefahr von sich abhalten. Wenn ich mir das anschaue, all diese Schutzschilde, das ist wahnsinnig ästhetisch, auch im Katalog, die sind sehr, sehr schön, diese Schutzschilde. Ist das nicht ein Widerspruch zur Gewalt, die du darstellst? Diese Schönheit dieser Objekte wird durch die Texte, die dazugehören, relativiert. Erst wenn man die Texte liest, erkennt man, was sich hinter dieser ästhetischen, wunderschönen Fassade eigentlich abspielt und welche Schrecken dahinter steckt. Das ist mit den Schutzschildern so wie oft im wahren Leben, nämlich an der Fassade erkennt man gar nichts, sondern nur wenn man die Hintergründe kennt, dann weiß man, welche Gewalt sich dahinter abspielt. Also das heißt ja eigentlich, das, was man sieht, ist immer eine Art unsichtbare Gewalt.
Meine Wunden waren auch unsichtbar und mein Leid war auch unsichtbar. Man konnte mir gar nichts ansehen. Und das ist das, was mich oft ärgert und traurig macht, weil bei uns leiden Menschen extrem. Es gibt wegen psychischer Gewalt psychische Krankheiten, Depressionen. Manche bringen sich um. Und wir lenken oft unser Blick Kulturen, widmen uns Kulturen, wo die Gewalt offensichtlich ist, wo die Menschen wirklich brutal geschlagen werden. Und bei uns ist das nicht so, dass diese Emotionen wie Hass, Neid, Ekel, Sadismus, dass das nicht existiert. Wenn man das glauben würde, das wäre eine totale Illusion und Lüge. Nur dadurch, dass bei uns das versteckt sein muss, nimmt das an anderen Formen. Das ist mehr raffiniert, mehr intelligent und viel schwieriger zu beweisen und zu zeigen. So harmlos sind ja dann die Bilder aber zum Teil doch nicht. Also da hat es einen, habe ich gesehen, der hat richtige Dornen durch Leder und einer schaut tatsächlich aus wie eine veritable Steinigung. Das ist die Form der Steinigung, die bei uns praktiziert wird. Wir werfen keine physischen Steine auf die Menschen, aber wir werfen Steine in die Menschen. Und das können Vorwürfe sein, das kann Verleumdungen sein, das kann üble Nachrede sein, das kann Cyberstalking sein, das kann Stalking sein. Es gibt viele Formen von psychischer Gewalt, wo diese Steine werden so schwer, dass ein Mensch die eines Tages nicht mehr ertragen kann und zusammenbricht. Und es gibt keine Röntgenbilder, die diese psychischen Brüche dokumentieren können. Es gibt keine Schrauben, die die psychischen Brüche zusammenschrauben können. Und das ist nämlich das Problem bei dieser ganzen Thematik. Und die Kunst, finde ich, kann in dieser Funktion eine wunderbare Rolle erfüllen. Sie kann nämlich diese Wunden, die wir nicht sehen können, die aber wahnsinnig schmerzen, visualisieren und darstellen. Gerade das, Vorwürfe, Steine, die in einem hineinfallen, das spricht ja nicht nur unbedingt Gewalt gegen Frauen oder Kinder an, das kann ja jedem passieren. Ich hatte während einer Ausstellung einen Mann erlebt, der bitterlich weinte und er erzählte mir, wie er als Kleinkind tagelang und Nächte im Keller gehalten würde. Er hatte nur Wasser und ein Buch über Physik. Und er stand während der Ausstellung, er war über 50 und wirklich ihm sind Tränen getropft. Und er hat gesagt, er spürte wieder seine Seele. Und er ist auch Physiker geworden, weil Physik war der einzige Bereich im Leben, wo er Aufgehobenheit gefunden hatte. Was ist denn für dich eigentlich der schmerzvollste Schild, den du gemacht hast? Also der schmerzvollste Schutzschild für mich ist das Schutzschild gegen das Vergessen. Wir haben vorher von Gewalt an erwachsenen Menschen oder Folgen im Erwachsenenalter gesprochen. Und hier bei diesem Schutzschild sind wir bei einem Kind. Und man meint oft, das ist schlimm genug, wenn ein Kind sexuell missbraucht würde. Aber es kann auch weitergehen und dieses Schutzschild zeigt das. Nämlich so ein Kind kann zweites Mal zu Opfer werden, indem, wir stellen uns vor, ein Kind wurde missbraucht, er hat Anfälligkeiten, er ist aggressiv oder zieht sich zurück oder weint sehr viel. Also sein Verhalten zeigt, dass da etwas Schlimmes passiert ist. Und diese Gefühle, diese Anzeichen bedeuten Gefahr für den Täter. Das also dass man das merkt, dass da was schiefgelaufen ist. Genau, der Umfeld kann auf einmal wahrnehmen und sagen, oh, da ist etwas nicht in Ordnung, da musste man vielleicht genau hinschauen. Und was muss der Täter machen? Dann müssen diese Spuren verschwinden. Und wie macht man sowas? Und das zeigt dieser Schutzschild. Nämlich das Kind wird so lange bearbeitet, das ist wie Gehirnwäsche. Also das Kind muss eigentlich wahrnehmen, oh je, ich mit meinen Gefühlen, mit meiner Not, mit meinen Erinnerungen und Gedanken, die ich zu diesem Missbrauch habe, habe ich hier keinen Platz. Ich bin eigentlich der Feind. Und das Kind musste diese Erinnerungen und diese Gefühle so abspalten, dass er keine Anzeichen von diesem Missbrauch mehr zeigt. Das heißt, es wird eigentlich zweimal zum Opfer. Zweimal massive Gewalt. Und wie sind diese Kinder? Diese Kinder haben leere Augen und diese Kinder wollen und können keinen Widerstand mehr leisten. Du hast ja auch Kurse gemacht mit Menschen, die Gewalt erlebt haben. Die haben ihre eigenen Schutzschilder gebaut. Wie funktioniert das denn, dass dieser Schild tatsächlich hilft, so ein Trauma zu bewältigen? Darf ich dir eine Geschichte erzählen?
Es gibt eine 25 Jahre alte Ehe. Die Frau spült das Geschirr, damals gab es noch nicht Spülmaschine, im Wasser und mit Spülmittel und Schaum und so weiter. Und jedes Mal, wenn sie die Hände im Wasser hält, kommt der Mann und schlägt sie so leicht auf den Popo. Und sie ist entsetzt, sie mag das nicht. Sie 25 Jahre sagt sie ihm, der sollte aufhören. Und natürlich, je mehr sie sich dagegen wehrt, desto mehr reizt ihm das und macht ihm an und desto mit größerer Freude macht er das. Dann geht diese Frau zu einem Karate-Lehrer und fragt, wie viel Zeit braucht sie, um zu lernen, wie man mit dem Ellenbogen jemanden die Nase bricht. Dann sagt er, 3 Wochen. Dann macht sie diesen Kurs, geht in die Wohnung, geht in die Küche, macht die Hände wieder ins Wasser, tut sie wieder Geschirr spülen und der Ehemann kommt in die Küche. Und was passiert? Passiert gar nichts. Er hatte das dann nie wieder gemacht. Und das ist der ganze Trick und Zauber bei den Schutzschildern. Es muss sich bei uns etwas ändern. Wir müssen an uns arbeiten. Es reicht nicht zu sagen, der ist ein Idiot, der macht das seit 20 Jahren, das ärgert mich. Nein, sie hat an sich selbst gearbeitet und durch ihre Ausstrahlung hat er bemerkt, oh je, ich mache keinen Schritt näher, weil das diesmal könnte etwas Schlimmes für ihn passieren. Und das ist der Schlüssel. Und das funktioniert? Das funktioniert, wenn man das richtig macht. Die Menschen reagieren ja auf deine Schutzschilder bereits, nur schon, wenn sie in deine Ausstellung kommen. Du hast von dem Mann erzählt, der zu weinen begann. Gab es da andere eindrückliche Erlebnisse? Eine Frau, die war über 60 und hat den Schutzschild Erotik des Gehirns angeschaut und den Text dazu gelesen. Das ist dieser Schutzschild. Der ist aus Unterwäsche gebaut und mit Epoxidharz übergossen. Und dieses Schutzschild thematisiert das Problem der Frauen, die in der Kindheit sexuell missbraucht wurden und die mit sexueller Erregung auf die Partner reagieren oder Männer, die für sie Gefahr bedeuten oder bedeuten könnten. Und diese Frau hat mir dann in der E-Mail geschrieben, dass sie, nachdem sie diesen Text gelesen hatte, verstanden hatte, warum sie 40 Jahre in eine toxische Ehe steckte. Und sie hat mir geschrieben, Gott sei Dank hat sie das verstanden und kann einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Ich dachte mir, oje, schade, so spät, aber sie hat sich sehr gefreut und ich weiß nicht, wie das weiterhin gelaufen ist, aber das war für mich unglaublich berührend. Diese Schutzschilder lösen etwas aus, jeder für sich. Wie gesagt, 27 verschiedene Schutzschilde, 27 Themen, über die man alle lange reden könnte und über die man alle lange reden wird. Du hast ein Projekt geplant, das 10 Jahre dauern soll. Ich bin Mitglied bei Zonta Club Luzern. Zonta International ist eine Organisation von berufstätigen Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich ehrenamtlich für Frauen engagieren, dass die Situation, was Politik, Wirtschaft, Gesundheit verbessert. Die 27 Schutzschilder insgesamt thematisieren wirklich eine ganz breite Palette von verschiedenen Formen und Facetten der Gewalt. Wir haben auch Autodestruktion, wir haben Gewalt von Müttern an den Tochtern, wir haben sexualisierte Gewalt, wir haben Genitalverstümmelung. Anhand von gewählten Schutzschildern wollen wir Experten einladen und jährlich eine Veranstaltung zu ausgewählter Thema organisieren, sodass wir diese Themen wirklich vertiefen. Und wann haben wir dieses erste Thema? Im Herbst 2021. Du hast jetzt bereits einen riesigen Weg hinter dir. 18 Jahre lang hast du dich schon gegen Gewalt engagiert. Wo stehst du denn eigentlich heute? Wie geht es dir? Ich habe überlebt. Und was für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse auf diesem Weg war, dass ich aufhören musste, eine Genugtuung zu suchen. Ich habe bis heute keine Entschuldigung bekommen. Und das war wie eine Reise durch eine einsame Wüste, wo ich dann wirklich meine Wunden anschauen musste, wo ich mich anfreunden musste mit meinem Leid, musste meine Wunden selbst anschauen und die behandeln, diese psychischen Wunden, von denen wir gesprochen haben. Und ich musste auch meine dunklen Seiten kennenlernen. Und das löst einen von Abhängigkeit. Sonst würde ich weiterhin in eine Abhängigkeit stecken, wegen einer Entschuldigung oder, wie gesagt, Genugtuung. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich. Und das hat mir geholfen, mich zu befreien. Ganz herzlichen Dank, Agatha Norin. Ich danke auch.